Ja, hi. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne von Tasmanian Tiger das Module Day Pack in der Größe L vorstellen. L bedeutet 18 Liter. Das Ganze gibt es noch in einer XL-Variante mit 23. Das ist die L. Ich habe sie mir in Oliv gekauft. Es gibt sie noch in mehreren anderen gedeckten Farben. Alle aus 700er Cordura gefertigt, sprich langlebig, abriebfest, einfach robust. Einer tanzt natürlich aus der Reihe, und zwar der in Steingrau-Oliv. Der hat eine IRR-Reduzierung, das heißt, ihr könnt ihn bei Dunkelheit mit bestimmten Optiken schlechter aufklären. Der besteht aus einem 500er Cordura. Wenn man beide Stoffarten, sage ich mal, in die Hand nimmt, man merkt einen kleinen Unterschied, aber wie viel das wirklich in der Langlebigkeit ausmacht, kann ich euch nicht sagen. Was natürlich gerade auch bei einem Rucksack der Firma Tatonka bzw. Tasmanian Tiger, Tatonka ist ja quasi die Mutterfirma, einfach klar ist, die haben ihre Erfahrungen bei Wanderrucksäcken nun schon über viele, viele Jahre gemacht. Das Tragesystem ist also wirklich grandios. Ihr habt eine quasi vorgeformte Rückenplatte, die aber trotzdem immer noch flexibel ist. Bei vielen anderen Rucksäcken, gerade auch so, die in diesem Bereich militärisch gehen, jeder kennt sie, die Bundeswehr-Rucksäcke, die alten, da musste man zur Versteifung des Rückens immer noch die Isomatte reinpacken. Braucht man hier natürlich nicht mehr, ganz klar. Das Ganze ist wirklich sehr angenehm zu tragen und für, ich sag mal, nur 18 Liter Fassungsvermögen sind wirklich die auch schon anatomisch vorgeformten Riemen einfach unheimlich angenehm zu tragen. Also aufgrund dieser 18 Liter, die da reinpassen, natürlich habt ihr außen auch Lasercut-Molle, das heißt, ihr könntet da auch noch ein paar Pouches dran packen, aber aufgrund der 18 Liter ist einfach das Gewicht, was ihr da reinpacken könnt, doch relativ begrenzt. Und dafür dann so ein Tragesystem, ich sag mal, Hut ab, Chapeau. Ihr habt noch einen Brustgurt. Der hat, finde ich, ein sehr schönes kleines Detail. Und zwar habt ihr hier quasi ein Gummiband. Das heißt, selbst wenn ihr den Brustriemen einstellt, habt ihr immer noch da eine gewisse Flexibilität. Finde ich persönlich sehr schön. Das Ganze könnt ihr aber auch abnehmen. Das heißt, ihr fädelt im Grunde einfach nur hier hinten die Halterung raus, dann fädelt ihr die raus und der Brustgurt ist ab. Ihr habt hier unten noch zwei Ringe, also ihr könntet quasi noch eine Art Bauchgurt einfädeln. Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das wirklich bräuchte. Ich habe den jetzt seit gut anderthalb Wochen, den Rucksack. Und ich habe ihn bis jetzt noch nicht vermisst. Und wie gesagt, wir reden hier über ein Fassungsvermögen von 18 Litern. Oben ein schöner Griff zum Tragen. An den Seiten, ich sag mal so das letzte Drittel, haben wir noch Lasercut-Molle. Darüber eine Schlaufe für das Anbringen von Zusatzausrüstung. Ihr habt zwei meines Erachtens sehr schön und sehr gut angebrachte Kompressionsriemen. Die setzen quasi hinten an der Rückenplatte, ich sage dazu jetzt einfach Rückenplatte, setzen die an, gehen über die komplette Seite, über die Front bis zur anderen Seite der Rückenplatte. Das heißt, ihr könnt quasi den kompletten Inhalt wirklich sehr, sehr schön komprimieren. Die Höhe, finde ich, dieser beiden Kompressionsgurte ist auch sehr durchdacht. Wenn ihr da irgendwas reinpackt und ihr wirklich festknallt, es gibt ein paar Rucksäcke, die haben den ein wenig weiter unten. Das heißt, ihr komprimiert immer nur den unteren Bereich. Hier habt ihr wirklich komplett alles komprimiert. Zu den Kompressionsriemen, auch die, wenn ihr wollt, könnt ihr die abmachen. Mir ist nicht so ganz klar, warum, aber ist halt möglich. Der Reißverschluss zum Öffnen des Fachs geht auch im Grunde bis zu dem unteren ein Drittel Lasercut-Molle. Weiter kann man ihn nicht öffnen, also ein kompletter Frontloader zum, ich sag mal, komplett aufklappen ist das nicht. Unten drunter
haben wir nichts. Also wir haben keine Möglichkeit, hier nochmal Zusatzmaterial anzubringen, weil es einfach hier keine Schlaufen, kein Molle-System, einfach nichts gibt. Was aber sehr schön ist, wenn dieser Rucksack befüllt ist, steht der. Den kann man wirklich in die Walachei stellen und der fällt nicht um. Ich habe ein paar Rucksäcke, da ist das mit dem Hinstellen schwierig, denn ich muss die immer irgendwo anlehnen. Ist jetzt kein Beinbruch, aber ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Erwähnt habe ich natürlich auch schon Lasercut-Molle. Ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich auch das, was ja in Zukunft nur noch verbaut wird. Erstens, es ist nicht so aufdringlich wie diese alten Pulse-Webbing-Geschichten, wo halt wirklich Gurtband auf den Rucksack aufgenäht wird. Das Ganze lässt ihn natürlich jetzt auch durch das Lasercut ein wenig ziviler wirken. Aber nichtsdestotrotz habt ihr die Möglichkeit, Pouches anzubringen. Wie gesagt, auf der Vorderseite habt ihr massig Platz, auf den Seiten dieses kleine Stück, aber je nachdem vielleicht eine Halterung für Multitool, für weiß der Geier. Ihr findet da bestimmt Verwendung für. Das Ganze wird mit diesen Schnallen quasi komprimiert und man hört, die können was. Also die sind sicherlich auch sehr stabil. Was ich an den Riemen auch sehr schön finde, ist, ihr habt für das Verstauen des überflüssigen Bandes nochmal so Gummis. Ein kleines Detail, aber ich stehe auf sowas. So, wir machen das Ganze mal auf, die beiden Kompressionsriemen, und es fällt sofort auf. Es gibt hier unten einen Reißverschluss und hier oben einen Reißverschluss. Der untere Reißverschluss gibt quasi bis zum Boden Platz. Das heißt, ihr könnt Kleinigkeiten da reinschmeißen. Ich glaube, ein Portemonnaie wird schon sehr eng. Ein Schlüssel oder irgendwas werdet ihr finden. Was man wissen muss ist, alles was ihr in diese Taschen packt, beult nach innen aus und nimmt euch quasi da so ein bisschen das Volumen. Immer dran denken, laut Hersteller 18 Liter. In manchen Videos wird das Ganze auch so ein bisschen als Geheimfach betitelt, weil genau auf diesem Reißverschluss sitzt halt der Kompressionsriemen. Ob das wirklich so gedacht ist, ich weiß es nicht, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Der obere Reißverschluss gibt im Grunde bis ganz nach unten, hinter dem vorderen unteren Fach, geht das durch, auch wieder bis zum Boden. Auch da könnt ihr sicherlich einiges reinpacken. Problem auch da wieder, ihr nehmt euch damit quasi Innenraum weg. Also flache Dinge könnt ihr da sicherlich reinschmeißen. Ob das jetzt nun irgendein Kartenmaterial oder ähnliches ist. Das würde ich da reinpacken für, ich sag mal, so ein Erste-Hilfe-Set oder ja, für andere Dinge, die ein wenig auftragen, ist das, glaube ich, eher nicht gemacht. Hier oben, das Fach geht quasi bis zum Deckel. Wobei Deckel falsch ist, denn der hat eigentlich keinen Deckel. Auf der Vorderseite habt ihr eine Flauschfläche für Patches. Oben natürlich das Tasmanian Tiger Logo. Und im Grunde von außen, mehr oder minder, war es das schon. Machen wir das Ganze mal auf und ich meine, daher kommt auch im Grunde der Name Module. Und zwar habt ihr... Ihr könnt den, wie gesagt, weiter aufmachen, aber dazu müsst ihr das hier alles durchfrimseln und mache ich nicht. Und ich behaupte, das werden wahrscheinlich 90% aller Nutzer auch nicht machen. Also reiße ich den jetzt einfach mal auf und wir sehen sofort, auf der Rückseite befindet sich quasi an der Rückenfläche ganz viel Flausch und auch noch die Möglichkeit, Molle anzubringen. Es gibt einen Organizer, den packt ihr quasi da drauf und dann habt ihr nochmal zusätzlich ein paar Taschen, kann man noch zusätzlich erwerben, wird quasi bei mir bei der nächsten Bestellung einfach mitgehen. Ganz klar. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Kletttaschen anbringen.
Ihr habt hier die Möglichkeit, auch wieder Molle anzubringen, um noch mehr zu organisieren. Ansonsten ist da, ich sag mal, im nackten Zustand relativ wenig los. Ihr habt hier vorne noch eine Möglichkeit, eine Trinkblase unterzubringen. Ein Austrittsloch habt ihr natürlich auch. Hier gibt es noch einen D-Ring auf der Vorderseite zum Aufhängen der Trinkblase. Ihr habt hier oben auf der Rückseite nochmal zwei D-Ringe. Auch da könnt ihr natürlich Ausrüstung anbringen. Reißverschlüsse, logischerweise YKK. Und genau da beginnt eigentlich auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen das Problem, aber eine Besonderheit. Und zwar, die Reißverschlüsse gehen ja in einem Bogen. Ein Reißverschluss ist aber eigentlich am liebsten immer gerade. Das heißt, beim Zumachen bleibt ihr natürlich immer auch ein wenig an den Ecken hängen. Das ist so viel Kritik. Das ist einfach aufgrund der Bauart und aufgrund der Bauform einfach nicht anders möglich. Wahrscheinlich kennt ihr das auch von euren Rucksäcken, die ein Schlafsackfach haben. Und zwar unten. Wenn da der Reißverschluss auch in einem Bogen läuft, dann quält ihr euch da einen ab. Ist der aber mehr oder minder gerade, braucht ihr einfach nur ein bisschen ziehen und fertig. Wie gesagt, YKK, die Dinger werden wahrscheinlich auch ewig und drei Tage halten. Auch wieder ein schönes Detail, ihr habt an allen Reißverschlüssen, an den kleinen und auch an den beiden großen, habt ihr nochmal Kordel. Das heißt, ihr müsst selbst mit Handschuhen nicht viel fummeln, Kordel nehmen, zerren, fertig. Wenn euch dieser Rucksack interessiert, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung bei dem Link vorbei. Ich habe den tatsächlich im Angebot geschossen. Der ursprüngliche Preis, ich meine so um die 100 Euro, ich habe ihn jetzt gekauft für etwas um die 70. Also vielleicht, wenn das Video erscheint, gibt es den noch zu einem rabattierten Preis unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.